Liebe Lynx-Zuschauer, herzlich willkommen hier vom Parkett an der New York Stock Exchange. Ich bin Manuel Koch und bei mir ist Sandra Navidi, die Geschäftsführerin von Beyond Global. Schön, dass Sie da sind, Frau Navidi. Wir wollen heute über Donald Trump sprechen. Der sorgt ja für mächtige Schlagzeilen vom Iran-Abkommen bis zum Handelskrieg mit China. Und natürlich auch Nordkorea sind wichtige Themen. Nun trifft man sich mit dem nordkoreanischen Machthaber demnächst im Juni in Singapur. Schaut auch die Wall Street auf so ein Treffen? Ja, natürlich. Also Donald Trump generiert so viele Neuigkeiten an so vielen Fronten, aber Nordkorea ist ein sehr wichtiges Thema, weil es eben auch konkrete Kriegsgefahr beinhaltet. Also von daher schaut die Wall Street da schon drauf. Bisschen in den Hintergrund ist seitdem auch der Handelskrieg mit China geraten. Nun gibt es da auch bald wieder neue Treffen. Glauben Sie, dass es denn zu einem Deal kommen wird zwischen den USA und China? Ja, das bleibt abzuwarten. Das erste Treffen mit der US-Delegation ist ja nicht so positiv verlaufen, kürzlich in China. Und das Problem ist, dass die Chinesen haben einen sehr langen Horizont. Sie denken in sehr komplexen Dimensionen, sind sehr schlau. Donald Trump denkt eher eindimensional und ganz kurzfristig, also sozusagen nur bis morgen. Und von daher treffen da tatsächlich Welten aufeinander, vor allen Dingen auch, weil Donald Trump gar keine wirkliche Strategie hat. Also von daher ist da noch so ziemlich alles offen. Macht es denn Sinn, zumindest aus Trumps Sicht, immer so mit Drohungen zu Politik zu machen? Also ich habe für euch Strafzölle von 100 Milliarden, die anderen geben Strafzölle für 200 Milliarden, dann legen wir auch noch mal wieder ein paar Milliarden drauf. Das ist ja so ein Hin und Her. Das macht überhaupt keinen Sinn. Er rühmt sich ja immer, dass er so ein toller Verhandlungsmensch sei. Aber jemand, der gut verhandeln kann, der ist sehr geschickt darin, auch für die anderen Seite die Vorteile darzulegen und sozusagen Win-Win-Situationen zu schaffen. Und das macht er überhaupt nicht. Und nur Leute in die Ecke drängen zu wollen durch Einschüchterung, das funktioniert natürlich gerade besonders nicht bei sehr starken Verhandlungspartnern wie China. Denn auch von China hängen hier in den USA sehr viele Arbeitsplätze ab und die USA isolieren sich zunehmend und vor allen Dingen auch dadurch, dass sie sich aus dem TPP, aus dem Transpazifischen Partnership-Abkommen zurückgezogen haben, haben sie China extrem in die Karten gespielt. Aber so weit kann Donald Trump wohl nicht denken. Hier an der Wall Street sind die Kurse aber in der Trump-Regierung schon nach oben gegangen im letzten Jahr. Wie sieht man denn Trump? Ist das jemand, der die Wirtschaft hier nach vorne bringt und die Wall Street nach oben gehen lässt? Man muss sehen, dass die Börse ja schon die letzten Jahre sehr viel Aufwärtsschwung hatte. Das hat sich einfach nur fortgesetzt unter Trump. Dann kamen die Steuergeschenke noch hinzu und die Deregulierung von Unternehmen. Man muss immer ein bisschen unterscheiden. Die Händler hier auf dem Parkett, die sind eher konservativ und eher Trump zugeneigt, wobei auch hier jetzt kritische Stimmen zunehmend vermehrt laut werden. Die Unternehmenslenker halten natürlich gar nichts von Trump, aber sie müssen ihn sozusagen befrieden, damit sie ihn nicht gegen sich aufbringen, denn sonst kriegen sie einen Tweet über Nacht und dann vernichtet das direkt Milliarden des Unternehmenswert. Also sie müssen sehr vorsichtig sein. Aber die Steuerreform kam bei den Unternehmen wahrscheinlich schon gut an hier. Ja, selbstverständlich. Aber was natürlich auch völlig vorherzusehen war, war, dass sie es nicht investieren in Arbeitsplätze und Wachstum, sondern in erster Linie in sich selbst. Und von daher, also für die Bevölkerung oder für das, was dem in Anführungsstrichen kleinen Mann auf der Straße ist, ist bisher noch nicht groß zugute gekommen. Sagt Sandra Navidi, die Geschäftsführerin von Beyond Global. Danke Ihnen für diese interessanten Einblicke hier in den USA. Und danke Ihnen, liebe Lynx-Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier vom Börsenparkett an der Wall Street. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann schauen Sie doch auch auf die Webseite lynxbroker.de und abonnieren Sie diesen Kanal.